Ja, bei Capriol Investments glaubt man, dass der Bitcoin auf dem aktuellen Niveau völlig unterbewertet ist. Capriol Mitgründer Charles Edwards ist ja ein großer Anhänger dieser Energy Value Theorie. Außerdem gibt es einen Indikator, der bislang immer funktioniert hat, wenn es darum geht, eine mögliche Bodenbildung beim Bitcoin vorherzusagen. Und genau darüber und vieles mehr sprechen wir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal KitReport. Bei uns geht es immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, die Nachricht des Tages war natürlich gestern die Ankündigung von Coinbase, das Bitcoin Lightning Network integrieren zu wollen. Und für alle, die es noch nicht wissen oder die noch neu dazugekommen sind, also das Lightning Network ist eine Layer-2-Lösung, Layer-2-Zahlungsprotokoll, wenn man so will. Über Zahlungskanäle können eben Nutzer hier sehr viel einfacher, schneller und kostengünstiger Bitcoin-Transaktionen abwickeln. Und die Ankündigung von Coinbase ist natürlich schon relevant, weil es hier um einen Branchenführer geht. Coinbase ist ja die größte Kryptobörse in den USA, zählt über 100 Millionen Kunden und daher ist das natürlich schon eine gute Nachricht für die gesamte Industrie. Zwar hat jetzt Coinbase-Chef Brian Armstrong noch keinen konkreten Termin genannt, wann die Integration von Lightning in Coinbase abgeschlossen sein soll und dann die Coinbase-Nutzer das Ganze verwenden können, aber er hat betont, dass man eben eine besonders benutzerfreundliche Integration umsetzen möchte und er hofft dabei auf Feedback aus der Branche. Und ein interessanter Ansprechpartner könnte hier David Markus sein, der ehemalige PayPal-Präsident, leitet nämlich dieses Krypto-Startup Lightspark und David Markus hat sich in den letzten Tagen nochmal zu Wort gemeldet. Seine Leute und sein Team möchte alles dafür tun, um das volle Potenzial von Lightning zu heben, um das Ganze benutzerfreundlicher auszubauen. Denn bislang führt das Lightning Network ja fast schon ein Schattendasein, wenn man das Ganze mit anderen Second-Layer-Lösungen auf Ethereum zum Beispiel vergleicht, zum Beispiel Arbitrum. Und Optimisten hier sind ja Milliardengelder inzwischen geparkt, während das Lightning Network hier noch deutlich hinterher hinkt, was die Liquidität in diesem Netzwerk angeht. Und das möchte eben Lightspark ändern, damit das Ganze ja benutzerfreundlicher wird, entsprechend Potenzial hat und damit Bitcoin letztendlich zu einem globalen Zahlungsnetzwerk werden kann. Nicht zuletzt durch die Ankündigung von Coinbase konnte sich der Bitcoin zuletzt wieder erholen, ist zeitweise wieder über die Marke von $26.000 gestiegen, aber auch auf diesem Preisniveau dürfte der Bitcoin eher unterbewertet sein, das glaubt zumindest Capriol Investments Co-Founder Charles Edwards. Er verweist auf den Unterschied zwischen elektrischen Kosten und dem Energiewert. Also die elektrischen Kosten, das sind die durchschnittlichen Kosten der Bitcoin-Miner und der Energiewert, das ist quasi die Menge an Energie, die benötigt wird, um einen Bitcoin zu erzeugen. Und ich blende euch mal die Grafik dazu ein. Der rote Chart, das ist quasi der Energiewert, der faire Wert des Bitcoins und den sieht Charles Edwards derzeit bei etwa $47.200 und auf diesem Niveau wäre der Bitcoin seiner Meinung nach eben fair bewertet. Eine starke Unterstützung hat der Bitcoin laut Edwards durch diese elektrischen Kosten, das sind quasi die durchschnittlichen Stromkosten, die die Bitcoin-Miner haben, um einen Bitcoin zu generieren und dieser Preis liegt momentan bei etwa $23.000. Ich blende mal die Grafik dazu ein, das ist die rote Kurve und bislang wurde diese Linie quasi noch nie unterschritten. Also dieser Indikator hat bislang immer funktioniert, hat quasi eine 100%ige Hitrate. Immer dann, wenn sich der Bitcoin Richtung elektrischer Kosten bewegt hat, war der meiste Schluss mit der Abwärtsbewegung. Und so war es dann auch zum Beispiel im letzten Jahr, im November, Dezember 2022, als eben sich die elektrischen Kosten auf etwa $14.000 summiert haben, hat der Bitcoin vorher gedreht und ist bekanntlich dann wieder gestiegen. Und daher ist man bei Capriol Investments sehr zuversichtlich, dass auch dieses Mal diese Unterstützung bei etwa $23.000 bis $24.000 halten wird und der Bitcoin dann quasi eine Bodenbildung vollziehen wird. Und wie es aktuell mit dem Bitcoin-Preis aussieht, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an.
So, wir sehen hier den Bitcoin-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Bitstamp und heute ist der 14. September am Donnerstagvormittag und wir können den Bitcoin-Kurs etwas freundlicher bei $26.362 sehen, nachdem der Bitcoin zu Wochenbeginn schon kurz unter der Marke von $25.000 war. Also das ist der 4-Stunden-Chart auf Binance und das Tief am Montagabend lag ja bei 24,9 und seither hat sich der Bitcoin wieder erholen können. Momentan sieht es nach einem leichten Aufwärtstrend aus und ich habe hier diese untere Unterstützungslinie nach unten angepasst, weil ich denke, dass der Bitcoin im Bereich von $25.000 eine noch stärkere Unterstützung hat. Diese Unterstützung hat ja auch Mitte Juni schon gehalten und von diesem Niveau aus hat ja der Bitcoin einen kurzzeitigen Sprint starten können auf $32.000 und jetzt ist natürlich die Frage, schafft der Bitcoin hier erneut die Wende, sind wir eine Art Doppelboden, eine Art W-Formation, kann der Bitcoin hier beide gleitenden Durchschnitte zurückerobern. Wir haben ja zu Wochenbeginn auch ein sogenanntes Death Cross gesehen. Darüber sprechen wir dann am kommenden Samstag im Crypto Report. Schauen wir uns die Statistik dieses Chart-Signals näher an. Und die Frage ist natürlich jetzt, gelingt jetzt die Trendwende? Hat der Bitcoin jetzt schon den Boden gefunden? Und dafür schauen wir uns die einzelnen Oszillatoren näher. Der Trendfolgeindikator MACD hat am 28. August ein Bullish Crossover generiert. Das spricht tendenziell für eine Fortsetzung dieser Kurserholung. Der RSI, der relative Stärkeindex, hat sich aus dieser überverkauften Situation befreit und wir sehen einen leichten Abtick. Ich würde das auch leicht bullish jetzt werten. Allerdings ist es so, dass das Umbalance-Volumen, das UBV hier im Abwärtstrend ist noch. Wir sehen hier zwar auch einen leichten Abtick, aber in den letzten Tagen und Wochen ist eben Geld von Seiten der Großanleger aus dem Bitcoin eher hinausgeflossen und das bestätigen auch die aktuellen Zahlen von CoinShares, wonach in der Vorwoche $69 Millionen aus Bitcoin-Investment-Produkten abgeflossen ist und das ist der größte Kapitalabfluss in einer Woche seit März 2023. Allerdings ist es so, dass auf Jahressicht $200 Millionen zugeflossen sind. Also die Bilanz ist hier nach wie vor positiv und damit steht Bitcoin nach wie vor besser da als Ethereum. Aus Ethereum sind in diesem Jahr $108 Millionen hinausgeflossen. Also das ist hier ganz wichtig auch zu erwähnen. Ansonsten ist es so, dass sich zuletzt Kaufdruck beim Bitcoin aufgebaut hat. Wenn wir uns das Ganze anschauen im Checking Money Flow, seit Anfang September hat sich hier wieder leichter Kaufdruck aufgebaut. Das spricht tendenziell dafür, dass wir zumindest eine Kurserholung an diese 50-Tage-Linie sehen werden, die bei etwa $27.500 verläuft. Und auch das 50-Tage-Momentum hat sich jetzt stabilisieren können, also auch leicht positiv. Und wenn wir uns das Ganze im Wochenchart auf dem längeren Zeitfenster ansehen, dann können wir erkennen, dass der Bitcoin durch diese 50-Wochen-Linie, das ist diese blaue Linie, eine Unterstützung hat, die bei knapp über $24.000 verläuft. Und jetzt könnte es in den nächsten Wochen so laufen, dass diese 50-Wochen-Linie den Bitcoin quasi stützt und damit einen neuen oder eine Fortsetzung dieses Aufwärtstrends einleitet. Denn noch ist dieser Aufwärtstrend, den wir seit Dezember 2022 sehen, dieser mittelfristige Aufwärtstrend intakt. Aber schwierig wird es, wenn diese 50-Wochen-Linie nach unten durchbrochen wird. Denn dann tut sich hier weiteres Abwärtspotenzial auf. Und das Problem ist hier nach wie vor dieses Bearish Crossover im Trendfolgeindikator MACD auf Wochensicht, nämlich vom 24. Juli. Und dieses Bearish Crossover deutet darauf hin, dass wir noch eine weitere Konsolidierung sehen. Und daher wäre es wichtig, dass der Bitcoin diese 200-Wochen-Linie bei etwa $28.000 wieder zurückerobern kann. Denn dann würde meiner Meinung nach auch der MACD auf Wochensicht hier drehen. Und das wäre dann tendenziell natürlich positiv für den Bitcoin. Und auf Monatssicht ist es so, dass hier nach wie vor dieses Bullish Crossover, dieses zaghafte Bullish Crossover, das wir seit 1. Juni gesehen haben, nach wie vor aktiv ist. Aber wenn der Bitcoin hier diese Unterstützung bei $25.000
nach unten verlassen sollte, dann wird es schwierig, dann dürfte auch der MACD auf Monatssicht wieder drehen und das wäre natürlich negativ, das würde hier weiteres Abwärtspotenzial, wie gesagt, eröffnen und meiner Meinung nach hängt eben viel davon ab, ob sich die SEC hier strategisch jetzt anders aufstellt, denn bislang hat ja die SEC alle Bitcoin-Spot-ETF-Anträge geblockt und so weiter, aber nach dem Grayscale-Sieg könnte sich das jetzt ändern und ein Bloomberg-Analysten, nämlich Eric Balchunas, glaubt, dass wenn hier die ersten Bitcoin-Spot-ETFs von BlackRock und Co. genehmigt werden, dass dann binnen ein, zwei Jahren hier bis zu 150 Milliarden Dollar an Kapital in den Bitcoin-Markt fließen werden und wie er auf diese Summe kommt, darüber wollte ich mit euch jetzt noch kurz vor der Kamera sprechen. Also der Bitcoin auf Erholungskurs und ich denke, dass jetzt zumindest die Chance da ist, dass sich die Kurse zumindest an diese 50-Tage-Linie bei etwa 27.500 Dollar erholen könnten, aber das wäre dann auch noch keine Trendwende, wenn das passiert. Dazu müsste der Bitcoin meiner Meinung nach beide gleitenden Durchschnitte überwinden, also über der Marke von 28.000 Dollar nachhaltig schließen. Und das ist meiner Meinung nach nur dann möglich, wenn hier neue Impulse in den Markt kommen. Und das könnten zum Beispiel eine Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs sein. Zuletzt ist ja auch Franklin Templeton, ein weiteres großes Investment-Fondshaus aus den USA, auf den Bitcoin-ETF-Zug aufgesprungen, hat seinerseits einen Bitcoin-Spot-ETF-Antrag bei der SEC gestellt und dieses Investment-Haus verwaltet ja ein Vermögen von 1,5 Billionen Dollar für seine Kunden. Und wenn man jetzt alle Anträge zusammennimmt, von diesen ganzen Anbietern, die hier Anträge gestellt haben, dann steht hier eine Summe von etwa 17,7 Billionen US-Dollar im Raum, von denen zumindest ein Teil in den Bitcoin fließen könnte. In diesem Zusammenhang hat der Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas eine interessante Rechnung aufgemacht. Wie gesagt, er glaubt, dass in den nächsten ein, zwei Jahren bis zu 150 Milliarden Dollar in den Bitcoin-Markt fließen könnten, wenn erst einmal der erste Bitcoin Spot ETF auf den Markt ist und er verweist bei seiner Rechnung unter anderem auf den Goldmarkt. In Gold ETFs sind nämlich weltweit inzwischen auch etwa 150 Milliarden Dollar investiert. Dazu muss man dazu sagen, dass der Gold ETF Markt schon ein etwas älterer Markt ist. Das Ganze gibt es ja schon seit 2002, 2003 und es hat über 10 Jahre gedauert, bis hier eine Summe von 140 Milliarden Dollar in Gold-ETFs investiert war. Also das Ganze geht nicht von heute auf morgen. Aber dazu kommt noch, dass es in den USA sehr viele größere Vermögensverwalter neben diesen Antragstellern gibt oder Berater, die hier um die 30 Billionen US-Dollar für ihre Kunden, also für die gehobene Einkommensschicht der Amerikaner verwalten und wenn nur ein Bruchteil dieser Leute sagt, jawohl, wir wollen in den Bitcoin investieren, wir sehen das als Absicherung, weil Bitcoin ja digitales Gold ist und so weiter und so fort. Und hier reichen schon, wenn 0,5% dieser Summe, also das sind auch 150 Milliarden Dollar, in den Bitcoin fließen würden, um hier dieses Marktpotenzial zu erreichen. Und daher könnte diese Schätzung von Balchunas sogar konservativ sein. Jetzt stehen ja im Oktober weitere Deadlines an, was diese verschiedenen Bitcoin-ETF-Anträge angeht von BlackRock und Co. Am 7. Oktober zum Beispiel der Antrag von Global X, dann dürfte sich die SEC zu diesem Antrag äußern. Meiner Meinung nach wird die SEC wieder versuchen, das Ganze hinauszuzögern, aber die Bloomberg-Analysten sehen in diesem Jahr eine 75-prozentige Chance, dass noch in diesem Jahr ein Bitcoin-ETF in den USA kommen wird. Und zwar deswegen, weil die SEC zuletzt eine wichtige juristische Niederlage gegen Grayscale erlitten hat. Und daher dürften der SEC langsam, aber sicher die Argumente ausgehen, warum man eben keinen Bitcoin-Spot-ETF zulassen möchte. Und daher sehen die Analysten dann auch im nächsten Jahr fast eine 100-prozentige Chance, dass dann ein Bitcoin-Spot-ETF kommen wird. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also ich denke, dass die aktuelle Kursschwäche beim Bitcoin nur von temporärer Natur sein wird, denn wir werden über kurz oder lang einen Bitcoin-Spot-ETF in den USA sehen, das glaube ich kann man so sagen, und damit wird definitiv mehr Kapital in den Bitcoin-Markt fließen, weil diese Investorengruppe dann einfach
sehr viel einfacher, kostengünstiger und vor allem sicherer in den Bitcoin investieren kann. Denn bislang gilt ja der Bitcoin eher so als Graumarktprodukt. Und wenn die SEC hier grünes Licht gibt, dann sind diese Investoren natürlich auch von regulatorischer Hinsicht auf der sicheren Seite. Noch dazu kommt das Bitcoin-Halving im Frühjahr 2024 und schon im Jahr 2015 hat die Bank of England zugegeben, dass Bitcoin einfach ein härteres Geld ist als Gold aufgrund dieser deflationären Entwicklung und der begrenzten Verfügbarkeit. Und dieser Trend dürfte sich im April 2024 zum Halving nochmal verstärken. Dann dürfte Bitcoin zweimal härter sein als Gold. Und ich denke, dass das den ein oder anderen zusätzlichen Investor locken wird. Und daher ist es durchaus angemessen oder realistisch zu erwarten, wenn ein solcher Bitcoin-Spot-ETF erst einmal auf dem Markt ist, dürften binnen ein, zwei Wochen wahrscheinlich über 1 Milliarde Dollar in ein solches Produkt und damit in den Bitcoin fließen. Aber wie gesagt, das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Wie seht ihr den Bitcoin aktuell? Glaubt ihr, dass wir noch in diesem Jahr einen ersten Bitcoin-Spot-ETF in den USA sehen werden und es anschließend zu einem neuen Kursfeuerwerk kommen wird? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich, wenn man an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken, dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Dienstag geht es dann voraussichtlich weiter mit einem etwas allgemeinen Thema. Ich wollte ja schon etwas länger über die Web3-Offensive der Big Tech-Firmen, Microsoft, Alphabet und so weiter sprechen. Das Video gibt es dann voraussichtlich dann am Dienstag. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Video.